So. Also, hallo Leute, hier ist wieder der Gartolk. Ich wurde herausgefordert von Mr. Ravenstrike. Ich sehe gerade die Maus noch im Bild. So. Ich wurde herausgefordert. Und zwar in Star Fox 64. Und zwar in der Mission Ein Vogel ohne Flügel. Ziel der Mission ist es, das gegnerische Team zu besiegen. Also das Star Wars Team, das jetzt gleich noch kommen wird. Das taucht halt am Anfang noch nicht auf. Kurze Randinfo, das hier ist noch nicht die Mission. Ich fliege hier einfach nur, damit ich Intro habe. Weil ich die Konzentration brauche im anderen Ding. Die Mission heißt Ein Vogel ohne Flügel. Im Endeffekt muss ich das komplette Level schaffen. Das ist nicht so lang, das ist okay. Allerdings ohne Flügel. Das heißt, ich muss mir am Anfang, wie hier folgt, die Flügel hier abhauen. Das geht am schnellsten so. Wie man sieht, ich spiele auf einem Xbox 360 Controller und wenn ich nichts drücke, fliege ich ziemlich weit runter. Ich bin raus. Egal. Zieht das Schiff immer nach unten. Das macht die Sachen einen ganzen Tick schwerer. Doink. Die Mission beginnt am Anfang des Levels und wird dann halt eben das komplette Level übergehen. Ich darf auch keine Flügel mehr bekommen. Und damit ist alles geklärt. Und starten wir die Mission. Mein Ziel ist es, das eben gesehene Team zu besiegen. Und Niederlage ist, wenn die Bombe hochgeht. Ich habe einen Versuch. Gut, geh. Los geht's. Am Anfang können wir uns hier bei diesen Dingern hier noch ein bisschen Lebenspunkte holen. Diese kleinen Schiffe, diese Pappkameradenschiffe hier, die sind Statisten. Die interessieren überhaupt nicht. Die haben nichts mit der Mission zu tun. Die gehen uns aber echt auf den Nerven, weil sie halt uns eben einfach im Weg fliegen und ein bisschen auf uns schießen. Das heißt, am Anfang werde ich die einfach mal... Ja, knock it off. Die Unterstützungsding brauche ich nicht, weil da sind immer Flügel drin, weil ich keine Flügel habe. Was natürlich die Sache blöd macht. Das heißt, ich kriege keine Schuss oder sonst was, sondern tatsächlich... Bam! Bomben kann ich auch einfach verschießen, wie ich lustig bin. Denn, die Typen, gegen die ich kämpfen muss, sind vollkommen immun gegen die Bomben. Das ist super. Das war Bomben. So, das waren meine Bomben. Zur kurzen Information. Das hier ist im Übrigen ein normales New Game, kein New Game Plus, wie mir alternativ angeboten wurde. Weil einfach dann verliere ich meine Flügel schneller. So, aber das macht überhaupt nichts. Ich hab ja jetzt keine Flügel mehr. Und diese vier Jungs müssen getötet werden innerhalb eines gewissen Zeitlimits, bevor die Bombe hochgeht, weil ich habe ein Zeitlimit. Finde ich übrigens eine sehr schöne Mission. Also hat sich einer sehr viele Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob er sie privat schon mal gespielt hat, aber... Okay. So. Mittlerweile habe ich auch so ein bisschen raus, wie die funktionieren so. So. Da war er, egal. Das sehe ich anders. Du hast mich einmal im Training umgebracht, indem du einfach in mich reingeflogen bist. Dass das Schiff immer so nach unten zieht, das ist echt hart. Nein, bitte nicht. Seht ihr, deshalb will ich die anderen Typen umhauen. Ja, die Flügel sind da. Das Piepsen müsst ihr jetzt leider tragen. Das sind nämlich die Flügel, die abgeworfen sind. Wo seid ihr denn? Ups, sorry. So, ups, Entschuldigung. Ich bin gerade eben... Keine Ahnung, was das war. Mir ist
gerade irgendwie so der Nah dran gewesen, meinen Kopf zu bewegen. So. Wo seid ihr denn? Alter, lasst euch beschießen. Bin dabei. So, da ist einer. Alter, schon? Okay. Das ist nicht gut. So. Au. Okay, kein Problem. So, damit wäre auf jeden Fall mal einer tot. So. Ja, ist ja gut. Ich glaube nicht. Ich habe den gerade runtergeholt, indem ich gegen ihn reingeflogen bin. Hopp, das schaffe ich. Wo ist er? Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Okay, ja. Gut. Okay. Ich sehe es ein. Ich habe verloren. Gut. Wie war denn das? 6-7 Minuten? Ja, ist okay. Ist eine sehr kurze Challenge gewesen, aber so für den Anfang fand ich sie ganz schön. Hat Spaß gemacht. Hat mir echt Spaß gemacht. Gut. Dann würde ich sagen, mein Name ist Gortolk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich freue mich auf viele weitere Herausforderungen von euch. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao.